Internet und YouTube, willkommen zurück bei einer neuen Hallo! Morgana. Wir haben Herbst und sind alle im Badeanzug hier. Das ist nicht ungewöhnlich. Wo kommt... Holy moly, gefüllter Truthahn. Wir sind alle sehr hungrig, besonders die Familie Pervert. Würde ich gern besser kennenlernen. Wer? Wo ist denn Madison? Hier ist Madison. Oh, jetzt bin ich aber schon so weit mit Madison. Aber sie sieht besser aus, Monika. Nee, warte. Pervert. Darf ich begrüßen, bitten zu gehen, freundschaftlich begrüßen. Bam, bam, bam. Dann... reden wir über die Kälte. Dann flirten. Das geht noch nicht. Herbert als Freund gewinnen. Wir sind doch Verwandte. Warum muss ich dich als Freund gewinnen? Reicht es nicht, dass wir einfach zufällig geboren worden sind? Wir können alle nichts dafür. Wir müssen nicht Freunde werden. Ich kann sich das doch nicht aussuchen. Geh weg vom Peggys Bett. Oh Gott, so will sie in Peggys. Oh, das ist meine neue. Genau, Herbert. Habe ich ein neues Spülbecken-Gedöns. Nicht Reste wegstellen, aufräumen. Wie wär's mit Essen? Teller nehmen, aufräumen. Hier steht ein ganzer kompletter verdammter Truthahn. Pack zu. Recyceln. Willst du mich zum Essen rufen? Okay. Familie. Nee, Gäste? Nee, Familie. Ich weiß nicht, wer den Truthahn gebracht hat, aber die Familie ist wichtiger. La Familie, freundlich. Karrierefragen. Gruppe gründen. Spezial. Schmeichler. Ich mache ein Kompliment. Meine Güte, ich habe ja 50.000 Schmeichler. Was noch? Kompliment über Aussehen. Wir werden ja das volle Programm machen. Bist du Single? Was ist los? Du kannst ja nicht einfach während dem Gespräch dich verpieseln. Jetzt tritt sie meinen Flamingo nieder. Sag mal. Was habe ich hier für Psychos? Herbert, mach deine Task. Bearbeite sie. Die Task, nicht sie. Obwohl, das kommt aufs Gleiche raus. Romantisch. Kompliment über Charakter noch. So. Bam, bam, bam. Die weiß gar nicht, wie ihr passiert. Ein Flirter nach dem anderen und der tut gar nichts. Was heißt mit Peggy? Was willst du? Kochenfee. Ah ja. Wertvollen Tipp bekommen. Das ist zwar während der Party vielleicht nicht ungünstig, nicht günstig, aber lesen. Regal öffnen. Warte mal da. Nee, lesen. Wo soll ich wissen, dass das Bücherregal ist? Wenn das so ist. Lesen. Ja, ich habe kein Kochbuch. Kochenfähigkeit verbessern, Band 1, Stecker ziehen. What? What? Ja, super, ich habe kein Kochbuch. Das ist bläuliche Eier. Das sieht so gut aus. Kochen, Band 1, da steht's. Kochen? Habe ich das jetzt? In der Bunker! In der Bunker! I don't know. Fläuliche Kopfsalat, Pastrami, Tomaten, Thunfisch. Warum habe ich so viel im Inventar? Ja. Aber für dich war auch hier was drinnen, richtig? Lesen. Geschicklichkeit. Wolltest du das nicht? Jetzt habe ich das nicht, natürlich. Dory Hart. Wer ist denn das? Ich kann doch nicht, ich habe so viel zu tun mit Flirterei. Und dann soll ich in einen neuen... Oh mein Gott. Wo ist jetzt die Frau hin? Das kannst du in 5 Sätze unterbringen, Herbert. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt ist er am Klo. Es kann doch nicht wahr sein, dass du nicht 5 Komplimente innerhalb von 10 Sekunden machen kannst. Wer ist der Typ hier? Xander? Ah, Herberts bester Freund, right? Right. Habe ich irgendwas falsch geklickt? Habe ich das gar nicht mit Herbert geklickt?
I have no idea, was hier losgeht. Und warum? Warum bist du hier, Insiderwitz? Hier. Das ist Zuneigung. Ich soll dich doch als besten Freund gewinnen. Und ach, das ist doch schon wieder längst weg. Mit Madison treffen. Verpiesel dich. Okay, Xander, falls du bemerkt hast, es ist Nacht und alle sind weg. Ich verstehe nicht ganz, warum du... ...noch hier bist. Ich will dich echt nicht rauswerfen, aber... ...ich höre das Kind und ich weiß nicht, wo es ist. Hinter der Wand. Was möchtest du? Einen Einbruch begehen? War das ein Diebeszeichen? Okay, ja genau. Nimm deine Luftballons und hau ab. Okay, das war's. Aufräumen ist eine super Idee. Aber das kann Peggy machen. Aufräumen, meine Gute. Komm, go, go, go. Jetzt wollte ich Lulu aufräumen. Vielleicht kann ich hier noch was lesen. Geschicklichkeit. Ich habe das Kochbuch genommen, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Eine Zeitung, eine Grußkarte. Bam, 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 bam. Ah, scroll, baby. Scroll it like it's hot. Zu viel Salz. Okay, kochen Bananen. Klicke die Klack. Warum kann ich es jetzt nicht lesen? Sind schon zu weit fortgeschritten, um aus diesem Kochbuch noch etwas zu lernen. Aha! Dann leg das weg, den Mist hier. Schummeln? Und dann lese ich das hier. Wo ist das hier? Inventar. Hör, sag mir auch, du hast irgendwelche komischen Bücher hier drin. Sonnenschreckschirmen. Gott, Herbert ist keine Leseratte. Was hast du hier? Mord in Schönsichtigen. Nochmals lesen. Hau ab damit. Was ist das? Hausaufgaben. Abgeschlossen. Du bist der Beste. Zeitung. Recycling. Das ist fantastisch. Aber Peggy hat hier 1000 Sachen. Ich sollte vielleicht was kochen. Nicht jetzt. Es ist Nacht. Könnten wir alle schlafen gehen? Das wäre echt supi. Und was ist mit dem Truthahn? Den ist kein Mensch mehr. Ich habe den riesen Papierkorb gekauft hier im Bad. Der ist größer als das Kind. War. Du hast Geburtstag? Oh no, hier ein Mülltüte zum Geburtstag. Hast du den im Müll gefunden? Yeah, alles Gute. Happy Birthday für die Mülltonne. Sie gehört dir. Da steht auch dein Name oben. Bravo. Du hast dir die Mülltonne absolut verdient. Sind da Fische drin? Oh Gott. Oh Gott, was ist das? Ekelbatz ist nun ein Teenager. What? Ja gut. 13, 13, okay, gut. 13 sieht auch aus wie 13. Die Hormone ein wenig verrückt und es ist nicht leicht, sein Leben zu meistern. Obwohl die Schulnoten nach wie vor nicht groß... Natürlich, Teenager und kann schon einen Job annehmen. Ist so fleißig in der Schule, du darfst dir ein Merkmal für ihn aussuchen. Bravo, 13 und du darfst schon arbeiten gehen. Ist das Leben nicht wunderbar? Mein Gott, wie siehst du aus? Wie viel Zeit vergeht, wie lange mache ich das schon? Irgendwie ist das unheimlich. Also ich darf jetzt noch ein Merkmal aussuchen. Wie was, wenn du Koch wirst? Autofreak, athletisch, Chaot, Charismatik, Computerfreak, bam, 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 familienbewusst, Feigling, Flirtfall. Ich habe neurotisch, geistesabwesend und Hitzkopf, aber er ist super in der Schule. Mhm. Genügsam, geschickt, Glückspilz. Meine Güte, ein Hundefreund? Machen wir noch einen Hund? Da kennt sich kein Mensch mehr aus, vor allem mich nicht. Kein Sinn für Humor. Kleptomanisch. What? Was bedeutet das? Haben wir dann mehr Sachen zu Hause? Normal schon. Ich meine, wäre die logische Schlussfolgerung, oder? Perfektionist, Pferdefreund, Schlafmütze, Schmeichler, holy macaroni. Hitzkopf, neurotisch, geistesabwesend. Was passt denn hier dazu? Soll er wahnsinnig werden?
und kleiden sich völlig wahnsinnig. War das falsch? Ja, so. Holy sh. Was ist dann, wenn Herbert Geburtstag hat? Ist dann ein Skelett hier, oder? Wie eklig, als Herbert zu einem Teenager herangewachsen ist. Er wird nie den Schock vergessen. Das sieht nicht aus wie ein Teenager, oder? Holy shit. Was ein Teenager ist, dann weiß ich auch nicht. Okay, wir brauchen unbedingt ein neues Bett. Ach Mann, da habe ich mir diese Spielzeugkiste gekauft für 2 Tage. Ey, es ist Zeit für dein eigenes Bett. Ich will nichts teilen. Verpiesel dich hier. Also früher war mir lieber. Diese Alterung finde ich nicht so. Da gewöhnt man sich dran. Genau, schlaf im Waschbecken oder was weiß. Whatever. Laune, was ist hier jetzt? Oberschüler, finde ich super. Du besitzt keinerlei Fähigkeiten. Genau, wir sind uns ziemlich ähnlich. Wo gehst du hin? Du schläfst draußen. Okay. Na, das gibt eine Verkühlung. Halleluja. Also der wird krank werden. Was ist mit dir? Du musst noch... Oh mein Gott, ich habe auf dich vergessen. Du machst das eh automatisch, oder? Und jetzt... und dann geh ich schlafen. Ich habe keinen... Wer hat mir das... Das Alien hat mir den Hundegedöns weggesaugt hier. Verdammt nochmal. Lass mich mal hier kurz... Das finde ich sowieso zum Kotzen. Warum kommt dieses Ding immer her? Was macht das? Alien-Staubsaugervertreter. Von Alpha Centauri. So, Aktivität im Haus. Bam, 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 bam. Nee, Hund. Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? Kinderzimmer, das ist kein Hund. Jedes Mal muss ich mir... Ist ja nicht so, als hätte ich das schon mal gemacht. Kauf. Draußen. Na. Oh, shit. Oh, Mann. Hier ist der. Wusste ich. Wusste ich. Hund. Wow, wow, Wahnsinnsnapf. Tierhaus. Tierhaus? Ja, das ist das Einzige. Okay, das wird lausiges Land. Das ist günstiger. Schläft er hier drinnen? Ist das gut, wenn ich sowas kaufe? Oder soll ich das Luxusmodell kaufen? Tierbett, kleiner Liebling, das haben wir gekauft. Das war ja gleich. Warte, komm. Nichts ist mir zu. Wow, ist das. Das ist größer als mein Haus. Wird das dann wieder weggesaugt? Unter Umständen? Ja, oh, Jesus. Wir kaufen das. Hier, wir nehmen die Variante. Okay? So. Pium, 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 pium. Live-Modus, Motherf. Okay. Essen. Heute noch. Und dann keine Interaktion verfügbar. Macht nichts. Holy. Wie groß das Ding ist und wie klein du noch immer. Oh mein Gott. Wenn du Geburtstag hast, habe ich ein Pferd wahrscheinlich hier. Wenn es nach dem Alterungsprozess geht. So. Ich muss dir jetzt endlich arbeiten schicken. Wir verdienen einfach keine Kohle. Und Herbert ist beschäftigt, hier mit jeder Person zu flirten. Oh, Madison. Warum Madison treffen? Ich habe hier alles Ding, der hat so viele Punkte, das explodiert, das Thermometer. Aber Madison lässt sich nicht anrufen. Komm, geht der Hund jetzt. Komm, Schlafenszeit. Was machst du? Zerstörst du hier noch was? Ja, zerstört. Was machst du? Was ist denn hier? Also du warst am Klo. Das fetzt ganz schön. Oh, oh, Peggy. Was ist mit Peggy? Oh, Blonde, gestresst. Warum? Mark. Mit Ekelpatz plaudern? Okay, das gibt schneller Punkte. Das ist was ganz was Einfaches. Das schaffst du gleich. Kochen ist anscheinend nichts, weil ich keine Bücher habe. Kann ich Bücher kaufen? Weiß man nicht. Gut. Schlafen jetzt irgendwie alle. Wunderbar. Oh mein Gott, was ist denn mit... Oh mein Gott, ich bin die Hormone, er kann nicht...
Klo gehen, dann wieder Hände waschen. Wer weiß, was du gemacht hast. Gott sei Dank war ich mit der Kamera nicht drauf. Naja, die Teenager-Jahre, ihr wisst ja, wie das ist. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Steh auf, Peggy! Halleluja, und jetzt machen wir gleich hier... Spezial. Romantisch, ordentlich, Katzen... Was, wieso? Was? Lustig? So, ich erzähle dir eine lustige Geschichte. Ich denke, das gibt mir Points. Warum bist du so unzufrieden? Weil du aufs Klo musst? Meine Güte. Und Hunger hast du auch? Es tut mir leid. Ich weiß, wir sehen uns nicht besonders ähnlich, aber... Glaub mir... Ich bin deine Mutter. Okay, super, wir haben... Oh, Gott sei Dank. Okay, Halleluja. Dann kannst du jetzt pieseln gehen. Ein Gespräch, du kannst pieseln. Dann... Oh, säubern. Dann duschen. Shut up, wer hupt hier? Und wir müssen arbeiten. Peggy muss... Nicht Job kündigen, bist du verrückt? Arbeiten, wunderbar, normaler Betrieb. Und sie ist sie wieder, oder? Schleimen? Bringt uns das was? Zu entwickeln braucht Zeit. Kann deine Karriere, aber einen enormen Schub. Okay, machen wir. Perfekt. Und du sollst jetzt endlich. Hier, ruf jemanden an. Sim anrufen. Madison. Nach Hause einladen, na. Verabredung. Sag jetzt nicht, das kann doch immer nicht. Madison macht mich krank. Wen haben wir hier? Sie hat ein Kind, kommt nicht in Frage. Ich könnte wettessen. Ist doch gratis, oder? Das finde ich super, dass es... Oh, ne, ja. Herbert nimmt am Wettessen teil, haben wir auch schon gegessen. Ja, das ist brillant. Ich weiß. Und der Ekelpatz ist total... Oh Gott, warum hast du keine Energie? Na gut, weil du nur auf dem Ding geschlafen hast. Ja, ich meine, hey, hallo, sei mal jetzt keine Memme hier. Jetzt braucht er ein eigenes Bett. Okay, jetzt wird's stressig. Ah, die Pubertät. Oh Gott, das wird stressig. Ich müsste hier vergrößern. Ich muss hier vergrößern. Fragt mich, wie ich das mache. Fragt mich, wie ich vergrößere. Okay, ich vergrößere, indem ich... Ich habe keine Ahnung! Danke fürs Zusehen. Wir vergrößern im nächsten Part durch den Baumodus. Weil... Passt mal auf, weil das geht dann ganz einfach. Im Keller, da kann dann das Kind böden. Boden schaut super aus. Oh, das kostet... Oh. Oh, okay. Achso, läuft der Hase. Na gut. Ist, kein Problem. Wieso Vorschlaghammer-Tool? Wir wollen hier nichts. Okay, das ist, kann ich mir nicht einfach noch ein Haus kaufen? Kaufmodus. Erweiterung. Kann ich hier nicht Wände kaufen? Installateur und Baumeister rufen? Wäre das nicht easy peasy? Schränke, Kinder, Fahrzeuge. Ich kann Kinder kaufen. Bin ich im Kaufmodus? Ja. Also, Kinder, Spielzeug. Ich wusste ich. War nur für den Gag. Hallo? War nur für den Wände. Hier. Was kostet mir... Was? Was ist das? Oh Gott, ich werde wahrscheinlich gerade möbliert. Grundstückswert. Okay, was auch immer. Warte, ich will... Ich klicke einfach, oder? Was ist jetzt passiert? Peggy ist zu spät zur Arbeit gekommen? Meine Güte, diese... Ist das die neue Strategie, Peggy? Wo habe ich jetzt geklickt? Gar nichts ist passiert. Lass mich nochmal nachsehen. Wand erstellen. Hier ist das. Wand erstellen. Raum erstellen. Diagonalen Raum erstellen. Holy Mother. Was zum Teufel? Okay. Okay, nochmal. Bam. Muss ich umbleiben? Aha! 280! Deine Mama! Deine Mama! Das kann doch nicht. Wo kaufst du ein? Okay, und auch noch. Okay. Na gut, wir haben was gelernt.
Wow, okay, und damit bin ich pleite. Eine Wand, okay, super. Passt hier ein Bett rein? Ich bräuchte einen Boden. Warte, lass mich nochmal sehen, ob ich hier einen Boden schaffe. Was ist das hier? Raum erstellen. Hätte ich gleich das nehmen sollen, oder wie? Ach, Jesus, deine Mama kann keine Kochbücher lesen. Ich muss das hier jetzt rausfinden. Wo ist der Boden? Wand, Raum. Platzierungsgitter. Entwürfe. Oh. Oh, als ob ich mir sowas leisten könnte. Holy Schabernack, du. Was zum Henker? Oh, Schwimmingpool. Diamant, 14.000. Okay, Ekelbatz, das Leben ist vorbei. Du brauchst einen Nebenjob, okay? Als Millionär? Das wäre natürlich die einfachste Methode. Okay, wunderbar, wir haben eine Wand. Da kann ich denn nicht einfach hier im Bett hinstellen? Oh Gott, ist das automatisch überdacht? Ich muss noch ein Dach hinstellen. Kann ich das wieder löschen? Verkaufen? Auch nicht? It's game over. I am Pech. Ich kann es irgendwie löschen. Ich weiß nur nicht, wie. Das ist die einzige Platzierungsgitterentwürfe war das. Rückgängig. Haha. Da ist die Kohle aber auch weg, oder? Nee, habe ich wieder. Puh, okay. Wir haben ja jetzt tatsächlich was Neues hier angesehen. Und das bedeutet, ich bin völlig bereit. Herbert fährt in einer Stunde. Wie geht's hier eigentlich? Bist du in der Schule? Perfekt. Weißt du was? Vergiss die Schule. Du nimmst auch am Wettessen teil, um hier Money zu sparen. So sieht's nämlich aus. Igor, Lebensmittelgeschäft. What? Ah, hier. Bin ja verkehrt rum. Du nimmst auch teil und dann brauche ich unbedingt ein Bett. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.